Hello, my friend. You watch Zamstack Live. Good luck. Das war Pelé und das ist Shari Reeves. Und das ist Thomas Pommer. Und wir begrüßen Sie auch recht herzlich zu Samstag Live. Tja, jetzt wissen Sie schon, gleich wird es um Pelé gehen. Es wird noch um einige andere Sachen gehen. Und um was, das zeigen wir Ihnen jetzt. Heute Nachmittag schwirrte Historie bei uns durch die Redaktion, denn es hieß Bayern gegen Nürnberg. Die Jüngeren dachten da natürlich an das Helmer-Phantomtor von damals in der Liga. Die Älteren wahrscheinlich an den Toban Hoeneß im Pokal. Ganz genau, die Älteren, so wie ich, bin auch stolz, dass ich mich daran noch erinnern kann. Ich nehme an, Dieter Hoeneß wird sich nicht mehr an dieses Spiel erinnern können. Nein, das mit Sicherheit nicht, aber wir haben zwei Gäste eingeladen, deren Spiel gegen den FC Bayern München gar nicht so lange her ist. Denn es war heute Nachmittag. Herzlich willkommen, hier sind zwei Meister von Nürnberg. Hier sind Alexander Esswein und Markus Vollner. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Alex. Herzlich willkommen. Den Platz, Alexander. Das genau. Ich sehe quasi hinten jemand ins Studio laufen, wenn ich mich nicht irre. Kommt da jemand? Ja, davon reißt sich jemand mit. Und zwar, jetzt sehen es alle, das ist unschwer zu erkennen, das ist ein Jongleur, heißt es korrekterweise. Ne? Namens Stefan Ehlers. Herzlich willkommen. Das war jetzt nur Pech, oder? Ja, das war Mut machen. Da gehen wir mal rüber. Wir haben jetzt alle sehr viel Mut. Der Ball darf also ab und zu mal runterfallen. Wir haben da drüben was vorbereitet. Einer der Lieblingssätze bei uns im Fernsehen. Wir haben da mal was vorbereitet. Hier vorne. Und zwar. Hier. Dankeschön. Na. Wir kommen. Wollt ihr auch mitmachen? Ja, oder wir hatten da gerade noch so, wollten noch so ein bisschen privat miteinander plaudern. So, jetzt hat das natürlich durchaus einen Hintergrund, weil das ist eine Übung, die natürlich, sagst du jetzt sofort, großartig ist für Fußballer. Das Thema Jonglieren ist ein Thema für Sport. Das ist das Thema linke und rechte Gehirnhälfte. Ja. Ich kann das mal zeigen. Wir sehen das jetzt mal praktisch die rechte und die linke Gehirnhälfte. Und das Schöne ist, wenn man das nämlich gemeinsam benutzen kann. Das ist schön. Und was wir jetzt vorhaben, ist in kurzer Zeit das zu lernen, dass wir drei Bälle werfen und fangen. Das ist das Ziel. Und vielleicht auch eine kleine Idee, wie einfach und wie schwierig Jonglieren funktioniert. Es gibt auch ein Wort, um das zu demonstrieren, ein einziges Wort, um den Zuschauern und euch mal zu sagen, wie schwierig oder einfach Jonglieren ist. Und das Wort heißt Rihoroli. Und so wie Sie jetzt schauen, hat keiner was verstanden. Nein. Das ist beabsichtigt so. Weil ich habe ja gesagt, beim Jonglieren brauchen wir beide Gehirnhälften, linke und rechte gemeinsam. Und wenn ich Rihoroli sage, sagt die linke Gehirnhälfte, okay, habe ich nicht verstanden, und fragt im 1000-Sekunden-Bereich die rechte Gehirnhälfte, so nach dem Motto, hast du was verstanden? Hat sie aber nicht, und das ist die Reaktion. Und dieses Zusammenbrechen der beiden Gehirnhälften ist im Prinzip die Reaktion, habe ich nicht verstanden. Jetzt gebe ich euch ein Bild, weil ihr braucht ja beide ein Bild. Rechte Gehirnhälfte ist Bild, Emotion, Bauch. Das ist das Bild von Rihoroli. Kann man nicht verstehen, weil ich muss es nämlich sagen und zeigen. Sagen, linke Gehirnhälfte, rechte, Bild. Achtung, jetzt habt ihr erstmal die Möglichkeit zur Lösung. Gucken und hören. Rihoroli. Was kann das heißen? Rihoroli. Meine linke Gehirnhälfte diskutiert schon über meine rechte. Rehoguli ist die Abkürzung von? Unter links hoch. Natürlich, rechts. Ja. Ich sag's nochmal, achten mal bitte nur auf den roten Ball. Nur auf den roten Ball. Ja, hier ist der rote Ball. Ja. Der macht jetzt Folgendes. Der macht rechts, hoch, runter, links. Gesehen? Rehoguli. Jetzt haben wir einen A-Effekt. Dann der Applaus. Ja, jetzt haben wir einen A-Effekt. Und das ist es. Wir haben nämlich nur zwei Hände. Und es sollen drei Bälle jonglieren werden. Das macht die Sache schwierig, aber es ist, wenn man schrittweise tut, geht das. Wie dann mal raus mit den Bällen. Also ich meine jetzt. Jetzt Action. Ja, komm, jeder kriegt drei. Ich verteile das mal mit. Ja. Na, wir fangen mit zwei Bällen an, oder? Ich schaue es mir gerne an. Hier, das ist die Trikot. Ich habe was in den Händen. Was ich total praktisch finde, ist, dass das beim Fernsehen vorbereitet wird und noch zugeklebt ist. Na klar. Hier, das ist die Trikolore. Soll ja Spaß machen. Blue Blanc Rouge.
Zwei Bälle reichen. Hast du schon? Ach so. Ja. Charim, zwei Bälle reichen. Zwei Bälle reichen? Ja. So, ich glaube, ihr könnt nicht jonglieren, oder? Nein. Gute Antwort. Das wäre jetzt natürlich auch sehr unpraktisch gewesen. Wir haben bei Schmidtbacher vor den Moderatoren hier. Ich bin dabei. Thomas ist dabei. Ball. Genau. Dann fangen wir zwei Bälle an. Nee. Wir machen zwei Bälle. Zwei Bälle. Ja, ich habe zwei Bälle. Komm, ich halte den einen fest. Wir machen erstmal nur beide parallel auf Augenhöhe. Ja? Soll erstmal Augenhöhe reicht, ja? Möglichst parallel. So, jetzt machen wir was Schwieriges. Einer hat das offen, einer ist umgedreht. Die offene Hand wirft, die andere geht rauf und runter. Aber wir diskutieren mal. Weiß wirft und rechts halt fest. Rechts festhalten. Rechts festhalten. Festhalten. Geht rauf und runter. Geht einfach. Ja, klar. Ja, klar. Jetzt drehen wir das um. Achtung. Andere Hand wirft. Neue Sache. Darf sich schwer anfühlen. Weil wir müssen auch hier schon beide Gehirnhälften benutzen. Nochmal Wechsel auf die andere Seite. Andere Hand. Ja, die Drehung macht schon ein bisschen irre. Nochmal Wechsel. Rauf und runter, jawohl. Ja. Und jetzt Achtung, jetzt versuchen wir, rechte Hand wirft, gewechselt, linke Hand wirft, gewechselt, rechts, gewechselt, links. Jetzt wird gerade rechts. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Jetzt kriegen wir ein Gefühl für die linke und rechte Gehirnhälfte. Sie werden sie wahrscheinlich auch spüren. Welches ist, es gibt doch nicht das eine fürs Ein- und Auspacken auch zuständig, oder? Linke und rechte Gehirnhälfte, sagt man. Wir wollen jetzt mal auspacken. So, wir kriegen ein Gefühl und wir kriegen Spaß. Also bitteschön. Wechsel, wir drehen, beide vier Rollen. Rot gewechselt, wechsel. Wie auf den Wechsel? Weiß, wechsel, nach jedem Wurf. Einmal werfen, runter, aber gut. Wir machen was Neues. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal, damit das, ich meine, es wird sicherlich unglaublich spannend für das Publikum sein, aber an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, mal, schaffen wir es denn jetzt? Können wir schon? Nee, wir können jetzt noch nicht. Zwei Minuten müssen wir noch geben. Ja. Ich würde sagen, dann üben wir weiter. Genau. Vielen Dank und du übernimmst mal diese. Ihr übt auf jeden Fall also weiter. Der FC Schalke spielte heute gegen die TSG Hoffenheim und gewann 3:1. Aber bis die Mannschaft bzw. Klaas-Jan Huntelaar so richtig ins Rollen kam, ja, da musste schon ein ganz besonderes Treffen passieren. Marco Hagemann war dabei. Die lecker Schokokuss gab es von Brafal. So, vier Minuten haben Sie Zeit gehabt, hier zu üben. Mal gucken, wie weit wir gekommen sind. Wie sieht's aus hier? Wir wollen jetzt mal langsam ein bisschen was sehen. Ja, aber ich glaube, wir machen jetzt zweite Ebene. Ihr jongliert weiter nach den Vorgaben und ich stelle euch trotzdem eine Frage. Okay. Habt ihr Raoul gerade gesehen? Er hat ihn gegen die Hand gekriegt. Was hättet ihr denn? Und dann ist der ist von seinem Fuß an die Hand gesprungen und macht euch weiter. Das ist Multitasking. Oh, und ist dann reingesprungen. Sehr schön. Was hättet ihr gesagt, wenn dann der Schiedsrichter kommt und fragt, hast du mit der Hand? Ich habe es nicht gesehen, ich war beschäftigt. Das hätte ich auch gesagt. Das hat er, glaube ich, auch gesagt. So, ich habe es nicht gesagt, ich war beschäftigt. Ist schwer, denke ich. Also, er macht ein Tor, es kann vielleicht spielentscheidend sein. Und ja, manchmal ist man ehrlich, manchmal. Sag mal lieber doch. Ja, ist vielleicht doch nur in die Brust gesprungen, oder? Es war auch so, dass kurz danach ein Hoffenheimer Spieler kam auf ihn zu und meinte, es klang so, ich hätte es auch nicht gesagt. Ihr dürft ruhig gerne weiter. Das ist die Schwierigkeit, glaube ich. Wir wollen ja mal Fortschritte sehen. Ja, sehr gut. Okay. Hoch. Zwei ist genauso hoch wie eins, genau. Eins, zwei. Habt ihr noch zwei Bälle, oder was? Ja, genau. Wir haben nur zwei, drei. Ja, das ist. Lass mal sehen. Okay. Wir geben euch jetzt ein bisschen Zeit, um weiter zu üben. Und gehen jetzt erstmal in die Werbung. Nach einer kurzen Pause sehen wir uns natürlich hier wieder. Jetzt wollen wir es natürlich gerne zu Hause einmal sehen mit Bällen. Wofür so eine Werbung gut ist, weil da haben wir ziemlich viel gelernt, glaube ich. Hier. So, auf geht's. Sehr gut, Herr Pommer. Das war aber. Das ist natürlich auch. Ja. Gut. Da das mit den Bällen klappt, bekommt ihr jetzt andere Utensilien von uns in die Hand gedrückt. Und zwar die zu eurem, sag ich mal, zu eurer aktuellen Lebenssituation passen. Das heißt, die sind mit Sicherheit nicht für dich, sondern für dich. Aber da ist ja gar nichts drin. Müssen wir noch abpumpen. Soll ich jetzt noch Fläschchen und Bälle kannst du mir geben? So. Ja, und aus Sicherheitsgründen ist da nichts drin. Und für dich ist, ja, das sollte jetzt eigentlich mehr so ein bisschen so abends feiern, aber es sind halt die Skyflaschen. So, dann an dieser Stelle würde ich sagen, bei der Dose, dann nehmen wir sicherheitshalber ein bisschen Abstand. Ja, ich auch. Einer nach dem anderen. Ich würde sagen, Alexander, fängst du an? Aber willst du es gerne zeigen mit den Dosen? Ich habe es probiert, deswegen nicht mal, wenn ich schon Skydosen habe. Ich denke, du bist Jongleur. Ja, gut. Ah. Hey. Oh. Ich soll das auch mit Dosen probieren. Was?
Ich soll das auch mit Dosen probieren? Ich kann es nicht. Ja, mit den Dosen. Aber warte, bis ich wieder weg bin, damit ich nicht dreckig werde. Weißen, anfangen. Okay, Alex. Wer merkt bei euch auch nicht? Trommelwirbel. Yeah! Oh. 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 So. Ja, super. Wir haben eigentlich auch eine Uhr mitlaufen, aber ich glaube, so schnell haben die nicht angekriegt. So, Markus, schon wieder vorbei. Dein Trommelwirbel jetzt. Gut, jetzt komm. Ja. 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 Oh. Yeah. Sehr gut. Sehr gut. Also wir lassen es als ein Unentschieden durchgehen. Und ich würde sagen, so hattet ihr doch noch euer Erfolgserlebnis heute. Ja, ich bin hochzufrieden. Ja. So, wir sagen erstmal vielen Dank an Stefan Ehlers. Vielen Dank. Und wir...